Das ist halt auch wieder relativ. So, hier kommt die Hauptlane. Hier kommt dann einfach die Supportlane mit Kupfer. So. Gar nichts auffüllend oder sonst irgendwas. Weil das ja eh ins Lager dann geht. Fertige Material soll dann unten in die Richtung weglaufen. Und, ja. 1, 2, 3. So. Oh, ich habe keine Öfen mehr. Dann wäre das die Support Lane. Dann sind wir Kupfer eigentlich auch schon mal los. Doch hier irgendwo, genau da, 50 Öfen. Die haben wir übrigens alle von oben von der Anlage geklaut, weil, also, ich zu faul war, die zu craften mit der Hand. Vor allem, wenn sie oben eh fast automatisiert gecraftet werden. Nicht nur fast automatisiert, die werden automatisiert gecraftet. Zack, zack. Nein. Hier. Dann haben wir hier ganz schön nämlich die zweite. So, haben wir zwei Support Lanes. Zwei Support Lanes müssten reichen, oder? Eigentlich ja. Denke ich jetzt schon. So langen. Denke ich schon, weil ich da eher Angst habe, dass das Kupfer nicht schnell genug nachrutscht, als dass die Support Lane oder dass die Öfen zu langsam werden. Vor allem, weil da in jeden Ofen auch noch Geschwindigkeit-Upgrades reinkommen. Okay. Und das haben wir jetzt für Kupfer. Stein, Kupfer. Hier kommt dann Eisen entlang. Eisen müssen wir aufspalten. Und zwar Eisen einmal in Eisen. Das baue ich genauso wie hier nochmal. Auch mit zwei Supportlanes gleich. Und Stahl. Und einmal in Stahl. Das heißt, wir müssen es hier oben dann eh nochmal aufspalten. Alles. Aber hier läuft dann alles rüber. Hier unten will ich dann irgendwo den Bahnhof hinbauen. Der auch größer wird. Der auch um einiges größer wird. Hallo Chris. Hallo Alex. Also wir haben hier ein bisschen Arbeit vor uns, würde ich sagen. So, die Kohle könnte ich eigentlich direkt hier rauf fließen lassen. Upp, ja, ich habe keinen Strom, ich weiß jetzt. So, da muss ich mal kurz das Ding daher. Das reichst du wieder nicht, ich glaub's ja nicht. So, zack, daher, damit hier weiter Strom bleibt. So, aber will ja die Mauer richtig haben. Wird es so. Ist hier die Kohle hin. Ist hier die Kohle. Die kann ja dann schon mal gleich weg. Die brauchen wir sonst ja nirgends anders, außer unten bei den Zügen. Aber da können wir ja direkt von den abzwacken hier irgendwo. Und da hätte ich auch ein paar mehr hingehauen. Ist ja egal. Wir haben ja genug. Das kann bestimmt wirklich. Wir haben ja genug. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zwar. Ups. Da. Okay. Hier Öfen, 10 Öfen wieder. Zack, 10 Öfen. Dann gleich. Die Arme. Und das ist jetzt Eisen. Das ist jetzt Eisen. Ich sehe es die ganze Zeit blinken, ja. Auch oben links. Aber ich kann dir sehr gut sagen, diesmal bin ich wirklich unschuldig da. Sonst, wenn du immer rausgeworfen hast, mal mein Stream laggt. Diesmal habe ich null Lags im Stream. Also, ich bin mal wirklich unschuldig. Ist das nicht was Schönes? Hast du irgendwelche Probleme? Nicht, oder?
So, jetzt haben wir hier eigentlich nur noch die Eisenlane, die hier durchläuft, aber ich will ja hier den Weg vielleicht beibehalten. Ja, ich habe Probleme. Ach, du hast Probleme. So, würde ich gerne das nicht hier so laufen lassen. Zack. Dass man hier noch ein bisschen durchlaufen kann, ohne dass es gleich ewig nervt. Alles. So, und hier brauche ich dann ein Teilerfließband. So, und das fließt nicht jetzt runter. Das fließt weiter. Dass wir hier die Eisenproduktion haben, die Eisenproduction sozusagen. Und dann da drüben die Stahlproduction haben. Und die Stahlproduction würde ich erhöhen, also verdoppeln. Oder warte mal, wir hatten doch überall 20 Öfen. Da hatten wir ja 10 und da... Ne, 5 waren das, oder? Das waren eine 5er Reihe. Das waren nur 5, genau. Das wollte ich gerade sagen. Scheiße, habe ich vielleicht zu klein das ausgebaut? So. Eins, zwei, drei. Drei frei. Dann kommt hier wieder die Lane. Zack, zack. Hier weg. Rüberlegen. Eins frei. Zehn Öfen. Hat's heute eigentlich bei dir geschneit? Ich glaube, er startet gerade mal seinen Rechner neu oder seinen Router neu. Keine Ahnung. Weil den hat's nicht gerade rausgehauen. Das war kein Timeout. Aber das spinnt heute schon die ganze Zeit. Bei ihm. Ich sehe es ja. So. Da hätte ich jetzt auch wieder zwei Hauptlanes, zwei Supportlanes. Was es halt hier, glaube ich, sehr viel rausreißen wird, wenn oben mal wegrutscht, das Material wegrutscht, dass wir halt einen großen Speicher haben. Da denke ich, das wird sehr, sehr, sehr rausreißen, weil der Speicher halt dafür gedacht war, um eben, wenn mal Rohstoffe wegkommen, die Öfen sozusagen Zeit haben, nachzuproduzieren. Die Öfen können produzieren, auch wenn es so zum Beispiel Ding ist, dass halt erstmal viel auf den Speicher geht. Aber den fertigen Speicher würde ich größer bauen. Der Speicher für das fertige Material würde größer sein als hier hinten. Da würde ich mehrere Kisten hintereinander packen. Gerne. Ups. Hier zwei frei und dann runter. Das wieder auffüllend. Das machen wir auch gleich fertig. Auffüllend. Hier gerade. Hier eins runter. Hier zack, 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 zack. Ein Underground Belt. Peng. Und das ist die fertige Hauptlane. Denke nicht echt, wir müssen hier die Kohledinger wegmachen. Vor allem, hier sehe ich nicht mehr so viel Kohle. Die werden auf jeden Fall im Weg sein, schätze ich. So wie es ausschaut. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir hier irgendwo sonst ein kleines Kohlefeld haben, wo wir ein bisschen anbuddeln können. Hier unten. Oder wir schaffen es auch mit dem Zug her, der nur hier für Kohle zum Ausleeren ist. Können wir auch machen. Über einen Zug, der nur Kohle holt. Machen wir mal gucken, von wo. Weil wir haben hier oben nämlich Kohleauffüll. Das wäre, wenn nicht schon drauf liegend, sozusagen. Aber der holt auch Kupfer. Weil wie sortiere ich das am dümmsten, dass es sich nicht gegenseitig blockiert? Weil Kohle wird ja weitaus nicht so viel gebraucht, dass es nicht irgendwann anfängt, sich zu blockieren, der Filter. So, also zumindest so, wie ich das jetzt baue. Ansonsten, 1, 2, 3 wüsste ich nicht gerade nichts anderes, wie ich das bauen sollte. So. Dann geht's hier weiter. So, zack. Hier wieder weiter. Und hier das Band wieder rüber. Das wäre die nächste Supportline. Und die erste Supportline. Hier runter. Und ich weiß auch, dass es Anfang jetzt erstmal ewig dauern wird, bis es alles voll ist. Aber es kann ja laufen. Es kann ja die ganze Zeit laufen. Ist ja nicht so, als ob man jetzt halt gleich instant mega viel brauchen.
Das soll ruhig mal laufen. Und wir können oben entspannt unsere Tränke dann ausbauen. Also was wir halt für die Tränke brauchen. Können wir dann entspannt ausbauen. Hier sind noch 30 Arme. Ich glaube, hier hatte ich auch noch ein paar Arme drin. Da schnappe ich mir erstmal die. Das Inventar nicht noch voller wird. Ich habe es eigentlich auch mal ausgemistet. Dann. Zack. 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 Ups. Hier. Nein. Zack. So. Das wäre die nächste Runde. Ich weiß, Strommasten mache ich. Muss ich dann auch noch überall machen, Strommasten. Und das wäre jetzt hier die letzte Supportline. 1, 2, 3. Ups. Sogar gepasst gehabt. So. Rein theoretisch. Könnte ich also das so machen. Damit das auch noch abgebaut wird. Könnte ich halt wirklich hier noch ein paar Erzförderer reinklatschen. Aber wie viel das halt bringen würde, ist halt die Frage. Weil. Es ist die letzte Supportline. Da denke ich fast, dass es sinnfrei wäre. So, hier nochmal 10 Öfen hin. Dann haben wir das fertig. Ich glaube, dann verkabel ich mal schnell alles ein bisschen. Ups. Verkabel ich das mal schnell alles. Dann haben wir nämlich soweit das fertig. Wir können dann die Erze unten einmisten. Das schon mal reinschmeißen. Oder wir probieren gleich mal dann mit unserem Sortierer ein bisschen aus. Ist eigentlich recht egal, ist, wo wir das reinschmeißen, weil momentan geht es ja noch per Hand. So. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange geht es per Hand. So, hier haben wir 3 Lines. Hier haben wir 3 Lines. Alle 3 sind Kupfer. Die ist die Hauptkupfer. Muss ich mal merken. Ja, okay, die äußerste Hauptader. Kann man sich merken. Denke ich jetzt schon mal. Okay, euch muss ich abreißen hier an der Stelle. Zumindest euch hier oben. Ich glaube, die unten müssen wir eh mal stehen lassen. Wobei ich eh dafür wäre. Gleich wieder da. Ja. Wobei ich eh dafür wäre, die ganze Dampfkraft einzustampfen. Weil die brauchen wir auch nicht mehr. Dann könnten wir hier noch das Feld zumachen. Dann könnten wir die ganze Dampfkraft einstellen. Wir brauchen sie nicht mehr. Die Dampfkraft. Daher brauchen wir halt auch nicht wirklich Kohle. Brauchen halt nur Kohle für die Züge und halt für unsere Produktion. Aber unser Kohleverbrauch würde so wusch in den Keller gehen. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir hätten hier das bisschen Wasser noch. Die Akkumulatoren und das Solarfeld speichern das zwischen. Wenn ich gerade einen kleinen Schluck auf habe. Eins, zwei, drei. Ziehe ich einfach da mal hoch. Weil es geht einfacher. Ich muss einen anderen Funkkanal suchen. Wo nicht alle Deppen drauf sind. Ach, bist du wohl in, hast du wohl im Ding? WLAN? Zack. 50 Öfen müssten reichen. Jetzt kommt Stahl. Stahl müssen wir ein bisschen anders da produzieren. Und zwar. Stahl hätte ich gerne eine Hauptline. Stahl hätte ich gerne eine Hauptline. Eine einzige Hauptline. Und Support Lane auch eine, die aber sich vielleicht aufspaltet zu mehreren, aber auch wieder jeweils gespeichert. Also auch wieder zwischengespeichert. Der Speicher wird irgendwo voraussichtlich da drüben sein, wo ich Angst habe, es nicht mehr hinzubekommen. Ansonsten hier unten überall ein Speicher ran, direkt unter die Öfen. Wäre die andere Möglichkeit, dass wir den Speicher dann direkt darunter setzen. Ich glaube, das werden wir sogar machen müssen. Weil nach links kriege ich den nicht mehr hin.
glaube, das ist jetzt das geringere Problem. Das ist das geringere Problem. Und ja, ich möchte es auch von hier drüben ranlaufen lassen, einfach nur wegen der Optik WLAN. Ja, WLAN. Ja, ich bin froh, dass ich LAN habe. So, einfach nur wegen der Optik auch von hier so. Ups. Hier rüber so. Oh, ich habe wieder ganz viele Bänder verblasen. Aber das... Ich sehe sie. Ich sehe die Bänder, wo sie sind. So, wir werden noch viel, viel, viel mehr Zeug verblasen. Was ich hoffe, dass es alles reicht. Aber ich bin schon sehr zuversichtlich, dass es reicht. Aber... Es muss nicht sein. Weil ich echt übertreibe. Und ja, ich weiß auch, das hätte eigentlich ausgereicht, es hätte auch vielleicht ausgereicht, was wir hatten an dem ganzen Zeug. Hätte ausgereicht, um es durchzuspielen oder halt um die Raketen zu machen. Auch das ganze Zeug hätte alles reichen können. Wir hätten halt nur mehr warten müssen, bis alles nachkam. Aber ich bin hier, um Factorio nicht in einer gewissen Zeit durchzuspielen. Also die 8 Stunden werde ich nie knacken, weil ich einfach viel zu sehr das Zeug... Ich liebe das Zeug hier zu bauen, ein bisschen Anlagen zu bauen, das ganze Zeug, das liebe ich. Deswegen baue ich solche Anlagen. Deswegen baue ich auch mal ab und reiß es noch ab und baue es wieder neu. Abgerissen habe ich ja zum Glück offscreen, weil das war echt langweilig. Sogar für mich. Also für mich selbst war das schon langweilig. Dann möchte ich es, glaube ich, euch als Zuschauern auch nicht zumuten. Und das muss ja nicht sein. Ja. Dann ist er wieder. 1, 2, 3 frei. Und hierher. Weiter geht's. Hallo Chris. So, erstmal hier wieder da. Also ich finde, du brauchst ein LAN-Kabel. So. Ich mache jetzt hier noch... Ups. Noch ganz schnell. Das überall hin. Zack. Schaut gut aus. Teilerfließband. Bin doch blöd, das wird doch Stahl. Ich Vollidiot. Es wird auch Stahl, ich Vollidiot. Böses Nutty. Es muss doch so laufen. Es wird auch Stahl. So. Es wird auch Stahl, das heißt, hier, so muss ich das doch machen. Sonst bringt mir das doch gar nichts. Sonst mache ich ja nochmal Eisen. So. Aber dann sehe ich gerade so, wenn ich da jetzt nochmal Eisen mache, dann habe ich 40 Öfen auf Stahl nur. Das ist fast wenig. Dann kriege ich gar keine Supportlines haben. Beziehungsweise 10 Öfen, die nur Stahl herstellen. 20 Öfen, die nur Stahl herstellen. Gut, es ist schon die doppelte Menge von zuvor. Aber es sind halt trotzdem nur 10 Öfen. Und ich wollte da schon ein paar mehr machen. Oder ich mache das da drüben nochmal. Oder ich mache das da drüben nochmal. Weil für nochmal einen Schwung Öfen wäre ich da drüben Platz. Und ich habe festgestellt, dass wir vielleicht die Kohle reinfahren müssen, zusätzlich herfahren müssen. Was aber jetzt nicht so tragisch wäre. Wir haben sogar in einem Kohlefeld schon einen Bahnhof. Also daher, deswegen wäre das nicht so tragisch. So, hier sind jetzt die Öfen, die Eisenplatten machen. Zack, zack, zack. Ups. Und ich denke, unser Energieverbrauch wird echt in die Luft schießen. Mit dem Zeug. Ah, da lädt sich einer die Karte runter. Yep. Und mein Stream kackt gerade ab, als du die Karte runterlädst. Und er ist wieder da.
Das siehst du mal, wie schnell, wie krass das Auswirkungen hat.